Now hush little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Stiffen little pearly pup, little lady, I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now and we don't know why. We fear how we feel inside, it may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. Damit sind wir bei Samra angekommen mit dem Song Müde und ich muss direkt mal so ein bisschen was klarstellen. Das letzte Mal, wo ich auf Samra reagiert habe, kam der Song Karma mit Mero raus, der stark war, der gut war. Irgendwie wurde meine Reaktion ein bisschen anders aufgefasst, zumindest habe ich sie so nicht gemeint. Ich möchte hier nochmal ganz kurz klarstellen, der Song war gut. Klar äußere ich hier und da ein bisschen Kritik an Samra sein Part, dass er hier mal wieder mit dem Flex und hier mal wieder mit dem Flex und weiß Gott was. Vielleicht kritisiere ich auch hier und da bei Mero ein bisschen was. Overall war das aber ein super starker Song. Wo kämen wir hin, wenn ich alles abnicke und alles gut rede und niemals irgendwo Kritik äußere und niemals irgendwo was zu meckern habe, sowas Kleines. Wisst ihr, ich meine? Muss ich alles auf einmal abnicken? Muss ich alles mit allem cool sein? Muss ich nicht. Dann guckt andere Reaction-YouTuber, die machen das auf jeden Fall. Ich sag aber hierzu gerne was und dazu gerne was und sag auch gerne mal dazu was, wenn mir irgendwas nicht passt. Wisst ihr, ich meine so? Deswegen wollte ich es nochmal ganz kurz klarstellen, weil der ein oder andere Kommentar unter der letzten Reaction mit Mero zusammengekommen ist. Dann haben die Kiddies da, die Fanboys wieder kommentiert, wie ey, Digga, wie kannst du sowas nicht feiern? Mero ist überkrass, Samra ist überkrass. Wo habe ich gesagt, dass sie nicht gut gerappt haben? Meine Güte, ich habe doch hier und da nur ein bisschen Kritik geäußert. Der Song overall war gut. Meine Güte, lass mich in Ruhe damit, okay? Verdammt! Samra, müde, 3 Minuten 18, Like und Support, das kam out. Mike the Maker hat das Ding hier wieder produziert. Wie? Karma auch. Und Karma hat einen Mörder-Beat gehabt, sag ich so, wie es ist. Real Talk. Wird auch der erste Song zur kommenden EP Dunja sein, oder? Habe ich mir so sagen lassen, ist so durchgesickert vielleicht. Samra, müde, Abfahrt. Direkt schöne Gitarre. Direkt auch schöne Akkorde so. Also, du spielst ja auf einer Gitarre nicht die klassischen Akkorde wie auf einem Piano oder sowas. Hast du ja gar nicht die Möglichkeit zu. Du zupfst die Akkorde quasi hintereinander weg. Super schön hier. Allein nur von der Gitarre her wird das Ding gut. Real Talk. Mein Name ist Hüsten, ich bin 28 Jahre alt. Tut mir leid, aber mich machte die Straße kalt. Der Junge, der im Starlight scheint, aber keiner, der die Wahrheit weiß. Ich bin auch gut gerappt. Der Junge, der im Starlight scheint, aber keiner weiß, wisst ihr, ich meine? Ganz nice, dass er so A Cappella-mäßig reinkommt. Es ist nicht komplett A Cappella, weil A Cappella wäre quasi auch noch ohne die Gitarre im Hintergrund. Ich finde es schön, dass er irgendwie so komplett ohne Drums erstmal reinkommt. Ich würde das Ding sogar so fühlen, wenn komplett gar keine Drums reinkommen würden. Aber ich denke mal, hier und da werden auf jeden Fall Drums reinkommen. Super schön, dass es so deep anfängt. Habe ich irgendwo auch hier bei Samra hier und da mal vermisst, dieses irgendwo ein bisschen reflektierte. Das ist dieses Rappen mit mehr Substanz irgendwie, wisst ihr, ich meine? Ich bin Millionär, aber warum ist mein Tank leer? Und warum war ich der Junge, der den Wagen an die Wand fährt? Ich hab endlich keine Angst mehr. Bin innerlich kaputt, aber keiner, der es mir anmerkt. Ja gut, wenn du einen Urus fährst, natürlich ist der Tank leer. Tut in den heutigen Zeiten, wo Benzin etc. pp. Sprit generell ein bisschen teurer geworden ist, natürlich ein bisschen mehr weh. Aber wenn sich's wahrscheinlich jemand leisten kann, dann ist es Samra als Labelbesitzer, als erfolgreicher Musiker im deutschsprachigen Raum. Wenn es sich jemand leisten kann, dann Samra. Aber ey, wenn du einen Urus fährst, musst auch den ein oder anderen leeren Tank eben verkraften können. Ich kenn's wie ein Juwel im Schatten. Lieber Gott, du gabst mir alles, sag, warum wir dann das beten lassen? Warum wir es nicht fünfmal am Tag machen? Was ich rappe, sind die Tatsachen. Ey, ich mag die ganze Nummer bis jetzt brutal gut. Warum? Es ist auch nicht so klassisch Samra einfach. Es ist mal auch ganz anders aufgebaut. Du gehst auch mit einer ganz anderen Erwartung rein, wenn du jetzt nicht Trailer, Hörproben etc. pp. Gehört hast. So, wisst ihr, ich meine? Ich finde, das hält immer noch voll viel offen, diese ganze Produktion bis jetzt. Der ganze Song hält noch voll viel offen. Natürlich erzählt er hier und da ein bisschen über die Vergangenheit und was war und was kommt. Das ist cool, das ist schön. Es kommt gar nicht so auf hart gemacht rüber oder sowas, ne? Samra lässt da voll viel auch Schwäche zu und ey, jeder, der Schwäche zeigt, ist irgendwo noch unglaublich, unglaublich stark. Er redet hier über ein paar Fehler, gesteht sich das ein, dies, das, bibub und das ist viel, viel mehr wert, wie jetzt den 83. Song zu machen, der irgendwie mit einem harten Beat losgeht oder sowas und einfach nur geflext oder über das Straßenzeug gerappt wird, wisst ihr, ich meine? Das hatten wir schon oft genug, sag ich so, wie es ist. Ich würde dich nie verarschen, Bruder. Warum? Weil wir haben dieselben Namen, Bruder. Dieselben Fragen, Bruder. Wir sind Jungs von der Straße, Bruder. Die mit 300 Rasen, Bruder. Okay, jetzt ganz, ganz wichtige Stelle, finde ich, in dem ganzen Song. Ultra wichtige Stelle. Wir hatten bis jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Takte waren es, 12, 16, ist mir auch egal, ne? Bis jetzt hat der Bruder
super stramm gerappt. Punkt aus Ende. War super nice. Betonung, auch Reimsetzung generell, wie er das gerappt hat. Ey, Bruder, ich habe nie gesagt, Samra kann wack rappen oder sowas. Oder Samra kann nicht hart rappen. Habe ich nie gesagt. Samra, wenn der wirklich Bock hat, rappt der 95% der Deutschrapper an die Wand. Wenn Samra wirklich Bock hat. Betonung liegt auf wenn. Und das hat der Bruder halt die letzten Male jetzt nicht so krass oft gehabt. Jetzt kommt der Drop. Jetzt wird's wichtig, was da für Drums generell reinkommen, ohne Witz. Dieselben Fragen, Bruder. Bis jetzt war noch sehr viel offen, wisst ihr, ich mein? Die mit 300 Rasen, Bruder. Mama hatte mich erzogen, keine Drogen zu nehmen, sondern auf dem Boden zu beten. Wir sind wie Rosen im Regen, verloren im Nebel. Guck mal, das ist auch gut. Wir sind wie Rosen im Regen, verloren im Nebel. Digga, warte mal, das ist echt, echt gut. Keine Drogen, nur beten, dies, das, bibub, wisst ihr, ich mein? Sondern auf dem Boden zu beten. Sondern auf dem Boden zu beten, verloren im Regen. Digga, das ist echt gut, sag ich so, wie es ist. Tragen Narben, die Millionen nicht sehen. Immer noch dieselben Typen. Und ticken immer noch dieselben Typen. Mein Herz ist schon müde mit Schmerz in der Psyche. Fast alles, was ich sag, ist wie eine ehrliche Lüge. Also, dass ich es richtig verstehe, das ist so der Startschuss zur EP, die kommen wird irgendwie. Dunja EP, hieß es irgendwie im Chat. Falls es falsch sein sollte, dann shame on me. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn wir davon ausgehen, dass die EP in die Richtung geht, bin ich glücklich. Sag ich so, wie es ist. Habe ich richtig Bock drauf. Richtig Bock drauf. Samra wieder so zu hören, ohne lelele, lalala und wie soll ich meinen? Mal wieder schön gerappt, Bruder. Geil. Direkt nice. Eine Minute sieben bis jetzt, geil. Hatte damals Drogen, hab bemerkt, geschossen. Papa war 40 Jahre Sterne Koch. Guck mal hier, auch diese Reime. Klar geht's hier wieder um Drogen, dies, das, bibub. Keine macht den Drogen, egal was ihr da anfasst. Keine macht den Drogen an der Stelle, ne? Unterstützen wir hier in keinster Weise. Aber guck mal, die Reime sind gut. Hatte damals Drogen, hab bemerkt, geschossen. Papa war 40 Jahre Sterne Koch. Papa war 40 Jahre Sterne Koch. Wisst ihr, ich meine, auch wie das betont, geil. 365 Tage Winterzeit. Heute ist die Familie safe und ich gespähe in Sicherheit. Nie wieder antidepressiver. Der größte. Boah, Digga, auch mixing-technisch passiert da ein bisschen was, ne? Hört mal hier drauf. Nach Sicherheit kommt so ein kleines Sicherheit-Adlib vom linken aufs rechte Ohr, vom rechten aufs linke Ohr, je nachdem, wie ihr sehen wollt. Und hier passiert auch nochmal was, ne? Wie er nicht mehr antidepressiva und wie er das betont, wie er das rausschreit, hat anscheinend diese Substanz, diese Antidepressivas irgendwie eine ganz große Rolle in seinem Leben gespielt. So wie er das rausschreit, wie er dem Wort oder wie er dieser Substanz irgendwie so eine große Bedeutung gibt. Wisst ihr, ich meine? Nie wieder antidepressiva, der größte Hurensohn war mein Dealer. Und wenn der kleine Junge aus... Ey Mann, der größte Hund war mein Dealer und dann dieses Adlib, du hast. Die Depressiva, der größte Hurensohn war mein Dealer. Und wenn der kleine Junge aus dem Spielplatz nicht auf der Straße ist, dann rappt er wieder Liebeslieder. Ich weiß, es war mein Traum, aber wann wach ich hier auf? Wann ich bin müde. Und dann gefällt mir auch so eine Passage. Ey, wenn wir bis jetzt anderthalb Minuten geil gerapptes Ding um die Ohren gepfeffert bekommen haben, dann kann ich auch so eine Stelle nicht verkraften, so verkraften hört sich voll krass an, als ob die Stelle den ganzen Song jetzt runterzieht, das tut sie ja in dem Fall nicht, ne, aber dann tut mir so eine Stelle auch gar nicht weh, wenn es ein bisschen ruhiger wird, es tut dem Song auch voll gut, wenn es hier wieder ruhiger wird und ein bisschen mehr mit Autotune, dies, das, bibub, dann tut mir so eine Stelle gar nicht weh, dann ist die Stelle umso geiler irgendwie. Ich weiß, es war mein Traum, aber wann wach ich hier auf, wann leicht müde, bei dem Leben, das ich führe, wer holt mich hier raus? Ah, das ist die Hook. Ach, natürlich ist die Hook. Weil er beendet auch quasi die erste Hook oder den Pre-Refrain mit. Bei dem Leben, das ich führe. Ach so, ich dachte, er sagt müde. Führe, müde, fast das gleiche. Aber das müsste die Hook sein, oder? Also quasi einmal ruhige Hook, einmal Hook mit Drums. Ganz cool. Ey, bis jetzt ist es ein sehr schön durchdachtes Ding irgendwie. Das ist nicht irgendwas Hingeklatschtes, wo du merkst, okay, das Ding ist in 2 Tagen oder 2 Stunden entstanden so. Sondern da wurde sich hingesetzt, wurde sich Gedanken gemacht. Das ist schön, es hat ein Konzept dahinter. Das hat Substanz irgendwie, wisst ihr, ich mein? Wer holt mich hier raus? Ich weiß, es war mein Traum, aber wann wach ich hier auf? Oder ich bin müde. Da haben wir doch müde, mein Gott. Da haben wir doch das Wort, mein Gott. Ich hab alles, was ich brauch. Aber halt es nicht auf, hab die Kugel im Lauf, nur damit ich etwas spüre. Wallah, ich bin müde. Guck mal, es wäre was anderes jetzt, wenn er mir den ersten Part schon irgendwie die Ohren vollgeheult hätte mit lelele, lalala und wie alles schlecht ist und was alles nicht gut ist und dies, das, bibub, ne? So war es ja aber nicht. Der erste Part
super stramm. Dann diese Pre-Hook mit diesem Autotune-Dings, dies, das, bibub. Dann die Hook mit dem Autotune. Hat mir auch gut gefallen, sag ich so, wie es ist. Ich sag ja pauschal nie was gegen Autotune. Autotune ist im Hip-Hop heutzutage in den Produktionen so krass angekommen, dass du das gar nicht mehr wegdenken kannst. So, wisst ihr, ich meine, in jeder modernen Hip-Hop-Produktion ist heutzutage irgendeine Art Tune-Plugin drauf. Das kannst du gar nicht. Autotune kannst du nicht mehr wegdenken, so. Regentropfen prasseln auf die Windschutz. Auf meinen ersten Alben war ich auf 3 Liter Intus. So viel Missgunst brachte mich zum Tiefpunkt. Guck mal, dieses Reflektierte ist schon wieder, Digga, so gut irgendwie. Natürlich hat es hier auch wieder mit Drogen zu tun, aber der Charakter generell, Samra, hat ja in der Vergangenheit unglaublich viel mit Drogen zu tun gehabt, ne? Betonung liegt auf Vergangenheit und gehabt und jetzt nicht mehr so. Er ist auch verheiratet, hat eine Frau, dies, das, bibub, die hilft ihm da wahrscheinlich auch extrem krass oder hat ihm extrem krass rausgeholfen, so. Hier auch wieder, wie die zweite Strophe beginnt. Als kleiner Junge wollte keiner mit mir spielen, doch als ich größer wurde, wollten Trecker mit mir dealen. Damals musste ich klauen, heute hab ich viel mehr als ich brauch, mein Tresor platt schon aus. Guck mal, heute habe ich viel mehr als ich brauche. Auch wie ihr das betont, wie das Rap, Digga. Ich sag euch, wie es ist. Ich sag's nochmal. Weil ich jetzt schon so oft irgendwie negativ über Samra gesprochen habe, muss man auch das Positive umso mehr hervorheben. Wenn Samra wirklich Bock hat, wirklich rappen möchte, rappt der 95% der ganzen Deutschrapper an die Wand. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Wenn er wirklich Bock hat, so, wisst ihr, ich meine? Es freut mich einfach, ihn so wieder hören zu dürfen, zu können, wisst ihr, ich meine? Ich habe teilweise schon irgendwo die Hoffnung damals aufgegeben gehabt. Wie viele Rapper ich schon all den Jahren gefeatured habe, weil ich gerne gebe, aber nicht mehr erwarte. Schrumpf von ganz alleine, Freestyle in der Tiefgarage. Steh genau deswegen auch als Verlierer gerade. Ich habe auch damals irgendwie so ein kleines Interview auf der Straße gesehen, wo er gesagt hat, ich komme von ganz alleine, Freestyle in der Tiefgarage oder sowas. Da war Samra auch noch jünger irgendwie und auch noch viel fülliger, also ein bisschen dicker auf jeden Fall, was ja nicht schlimm ist. Da habe ich Samra das erste Mal gesehen, so. Also Samra habe ich das erste Mal gesehen, glaube ich, mit Alpa auf dem Song, wo sie auf diesem Hochhausdach quasi rappen, performen, so. Die Zeit mit Alpa war auch todesstramm, finde ich, also wirklich, wirklich gut so. Auch die Zeit mit Bushido bei EGJ war auch unglaublich stramm, so. Rohdiamant, Hades, Digga, waren krasse Dinge so, ne? Und wenn du so siehst, Bruder, der Typ hat schon alles abgerissen irgendwie. Jetzt ihn aber wieder so hochkommen zu sehen und zu sehen, ey, der hat's hier immer noch brutal drauf, ist einfach schön. Ich bin Sam, bekam nie was geschenkt. Ich war mit 13 Jahren schon auf Hip-Hop-Events. Ich bin immer noch derselbe. Geh und frag an sich der Felde. Wer holt mich hier raus? Auch geil hier, kleines Detail, aber muss man auf jeden Fall sagen, dass quasi die Hook oder die zweite Hook, der zweite Refrain direkt mit den Drums einsteigt und nicht nochmal irgendwie runterfährt im Pre-Chorus so, sondern direkt irgendwo mit dem Refrain einsteigt. Super, super schön hier. Ich hab alles, was ich brauch, aber halt es nicht aus. Hab die Kugel im Lauf, nur damit ich etwas spüre. Wallah, ich bin müde. Wo hat er sich gerade verabschiedet? Vom Hochhausdach oder sowas? Macht sowas nicht. Das ist nur ein Musikvideo. Macht bitte sowas nicht. Wenn es euch irgendwie nicht gut geht, psychisch oder sowas, dies, das, bibub. Wenn ihr mit solchen Gedanken spielt, schreibt mir eine Insta-DM. Macht das, bevor ihr irgendwie was Unüberlegtes tut, wie der Bruder hier jetzt. Also er hat es nicht getan, ne? Also es ist ein Musikvideo, um Gottes Willen. Aber das ist so nicht mal die Handbremse, nicht mal die Notlösung. Das ist gar keine Lösung. Du hast da keinem wirklich geholfen, mein Freund. Wirklich nicht. Okay, ey, das war Müde von Samra. Kommt dann irgendwie noch Werbung für eine EP oder sowas ähnliches? Ja, guck hier, Dunja-EP. Bestellt die auf jeden Fall gerne vor, falls das möglich ist. Bis jetzt glaube ich noch nicht. Saved euch Tickets. Und wenn es geht, bestellt euch das Ding auf jeden Fall gerne vor. Das war Müde von Samra. War ein wirklich guter Einstieg in die neue EP, wirklich. Da macht die EP auch mehr Bock, Real Talk. Oder wäre wieder so ein Lelelelalala-Ding gekommen, hätte ich schon wieder gar keinen Bock auf die EP. So, sehr interessant. Hat mir wirklich Spaß gemacht, das zu hören. Und die EP könnte so viel interessanter werden. Real Talk.